So, hallo liebe Leute. Ach, wie sagst du denn Sebastian Schulz, der ist auch. Mach ich doch gar nicht. Ich rede so. Ach so, jetzt nur noch die. Hey Leute, willkommen zu Taco. Da gibt's jetzt die frische Shirts. Für 4,90 Euro. Sogar mit Tupac. Ich habe aber geguckt hier bei der Kooperation. David Getterstein. Bei der Kooperationsfirma hier von Holy. Ja. Die sagen mal Hi Friends. Hi Friends. Hey Friends. Hi Friends. Hey Friends. Hi Friends. So, liebe Leute, wir haben brandneu, ne? Brandneu. Richtig hier ein dickes, fettes Paket haben wir bekommen. So richtig geil, weißt du? Da könnt ihr richtig jetzt mal gucken, was wir hier Tolles haben. Pulver Boys Breaking News hier. Pulver Boys Breaking News. Fresh zum Start der Launch der Sorten. Ja. Also, ziehen wir runter, würde ich sagen, oder? Ich zieh runter, ne? Geil. 3, 2, 1. Moin Leute, willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für Gaming-Booster. Im deutschen Internet. Weltweit. So, ich bin richtig motiviert. Ich habe richtig Lust, jetzt mit euch diese Review hier zu machen. Ja, absolut. Ja, und wir haben gleich drei, plus noch ein extra bekommen. Schon wieder, ne? Von Holy. Und schon wieder drei neue Geschmäcker. Drink smarter, ja. Holy. So, Leute. Pack aus, aber ist ja was ganz Besonderes heute, ne? Wir haben einmal das hier. Da ist eine Sorte. Das ist hier mit so einem Oktopus. Dann haben wir irgendwas mit so einem Drachen damit drauf, ne? Alles hier, zack. Und dann haben wir hier noch was mit so einer Spinne. So, was das genau ist, zeige ich euch. Da musst du aber eine Triggerwarnung reinbauen. Dann. Achtung, Spinne. Ja, für die Phanaphorobika ja, oder heißt, so was. Ja. Ja. So, und dann haben wir hier noch eine Tüte allerlei. So, und was das jetzt ist, das zeigen wir euch. Also. Jen, hier. Ja. Holy hat sich zusammengetan mit Hitchies. Hitchies. Früher Hitchler. Hitchler? Ja. Das war vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ist ja so eine deutsche Traditionsmarke. Ja, immer im Rewe. Süßigkeiten. Ja, immer. Ja. Da gab es wohl, ich habe mich nochmal nachgelesen, auf der Firmenseite, letzten Jahr ein Rebranding von der Marke. Da ist dann der Urenkel wieder eingestiegen. Stimmt, das habe ich sogar im Fernseher gesehen. Ja, ja, und der ist auch, der Chef ist auch selber auf Social Media unterwegs. Ja, Social Media, ne? Und aber halt auch auf Instagram, TikTok, Firmenprofile haben die da. Mhm. Und ja, die heißen jetzt Hitchies. Ja, da gibt es ja so Drachenzungen davon und Wassereis, auch alles Mögliche. Sind halt mehr aber so Gummibaren, ne? Also so, ja. So wie so Haribo-mäßig. Weil da gibt es diese Schnüre auch und so, genau, ne? Genau. Also das ist schon eine bekannte Marke und ja, die haben sich da jetzt mit Holy zusammengetan und erstmal quasi drei Brands oder drei Geschmäcker rausgebracht in Pulverform. Das ist krass. Einmal hier den Orangen-Vanille, das ist hier Orangen-Vanille. Der Oktopus. Da wollte ich mal kurz gucken. Das ist inspiriert von, warte, das hier oben seht ihr das immer, das müssten diese Dinger sein, das sind diese Zuckerstangen mit der Füllung drin. Genau, ich hatte es ja wieder rausgesucht. Da oben sieht man das. Ja, ja. Das ist die Krakenarme. Krakenarme. Dann gibt es das Blaue, das sind die Drachenzungen. Ich zeige euch nochmal die Dose schön. Die könnte man eigentlich, und das ist Himbeergeschmack. Das ist geil, diese langen Dinger mit diesem Sauerdings bei, ja. Fand ich immer gut. Und dann noch als drittes die Spinnenbeine. Das ist mir auch sehr schön. Cola-Flavor. Hatten wir schon mal einen Cola-Flavor von Holy? Nein, das ist da alle drei neu. Okay, da bin ich auch. Und dazu gibt es ja noch darüber hinaus quasi auch den umgekehrten Move. Da gibt es jetzt auch Holy-Geschmäcker bei Hitchies. Das ist ja krass. Das heißt, wir haben hier einen ganzen Kilo Hitchies mit dem Holy. Weiß ich jetzt gar nicht, ob man die auch im Shop bei Holy bestellen kann. Da, oder ist, nur bei der da ist der Raptor mit bei, der Apple Alligator. Genau, und der Fruity Frog, der Frosch. Ja. Also, da würde ich sagen, zum Einstieg. Mach mal auf, die gibt es, glaube ich, in 120 Gramm Packung für 1,99 Euro. Und in der 1-Kilo-Tüte für 12,99 Euro. Und ich war sehr gespannt hier. Orange. Ja. Prost. Fruity Frog wahrscheinlich. Mhm. Kann sein. Leicht sauer, ne? Ja, ganz leicht. In Grün. Mhm. Da kommt der Apfel gut raus. Ja. Da kommt eine raspberry Herbstlage. Ja. Schmeckt auch gut mit Giotto. Unser Liebling, ne? Hat was Himbeeriges. Ja. Mal hier. Ja. Das ist ganz Tüte, der 1 Kilo. Können wir schon mal essen, ne? Das geht ganz schnell. Ja, und finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, dass es halt auch nicht Fall. Nur die Kooperation gibt, ne? Sondern auch halt als Kaubaum auch. Ja, finde ich eine gute Sache. Das ist gerade Win-Win, ne? Ja. Und schaut uns jetzt dabei zu, bei dem nächsten TikTok-Video, wo wir live, wenn ihr nicht jetzt abonniert, essen wir live die Tüte. Ich esse jetzt die Tüte. Ja. Ich sage ja nichts dazu. Ja. So. Das ist Köln, ne? Köln?
koordiniert, wie Dennis aus Hürth. Ah, echt? Hm? Guck mal, da steht aber noch Hitchler International. Ja, so heißt, glaube ich, die Firma an sich, aber die Marke heißt Hitchis nur noch. Warum? Ist hipper, ne? Weiß ich nicht. Ich mach den Namen immer. Bei alten Leuten ist das ein Begriff, ne? So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Konzentrieren uns mal auf den Hauptstar hier. In unserem Video zumindest. Auf diese drei wunderschönen Döschen. Gibt's ab dem 4. Juli ab 16 Uhr. Ja. Kosten wir langsam mal 40 Euro. Ja. Kommen auch noch passende Shaker dazu. Die haben wir leider nicht mitgeschickt bekommen. Ja, dass man besser sieht, ne? Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen. Ja, welche nehmen wir denn? Orange für Orange. Ja. Orange Vanille. Das könnte der Geschmack sein, der mir wahrscheinlich am allerbesten gefällt. Ja, bin gespannt. Also Orange ist natürlich geil, aber... Wir testen das alles, denn für euch machen wir hier diese Review. Nicht, weil wir es unbedingt wollen, sondern weil wie heißt der Code, Marvin? Pulverboys. 10. 10. Für 10% Rabatt. Genau. Und natürlich sind limitiert, ne? Die bleiben nicht im Sortiment. Nein? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt schnell zuschlagen. Ja, am besten alle drei kaufen. Oh, das wäre ja... Wäre blöd, wenn ihr diese Knalleraktion verpasst. Guck mal, ich habe ein Ü-Ei gefunden. Ach. Habe ich letztens mal meinen Kinderjoy-Trick gemacht. Echt? Ach so, ja, klar. Mit der Waage. Sehr bekannt. So. Schmeckt ganz gut, ne? Ach, boah. Ich habe auch heute extra noch gar nichts getrunken. Nee, komplett ausgetrocknet. Ja, dafür läuft dein Speichel aber ganz schön. Saure. Ich bin jetzt gespannt, ob die hauptsauer sind oder nicht. Ich glaube, diese, hier von der Krake, diese Schnüre mit, was drin, die waren ja nie wirklich sauer. Ne? Also es ist ja... Boah. Deckel. Kaut auch schon lange dran rum, ne? So. Das hör ich auch auf. Jetzt stört das wieder das ganze Video. Doch, so. Weiß gar nicht, warum ich so fett bin. Wieso? Ist doch nicht mehr schlimm, haben die auch jetzt gesagt im Fernseher. Ja, stimmt. Fett sein ist cool. Ja, klar. Ja. Ich war früher tot. Das sind aber die Lustigen. Zumindest in die Filme. Guck doch mal kurz hier wegen koffeinischer Halt. Ja. Heparin. Jetzt doof, ich kann schon nicht mehr lesen. Tot, Koffein 160 Milligramm. Wie immer. Wie immer. Eine gute Portion. So. Also an die habe ich jetzt gar keine Erwartung. Nee, weil Vanille und Orange. Weiß ich nicht, wie das so, ne, x'en soll, ne? Ja, wie das matcht, ne? Ja, mir das matcht. Ja, da musst du richtig swipen. Oh, guck mal, so sehr hell. Mhm. Ja, so Pfirsich, ne? Ja, so Pfirsich. Oh, riecht aber gut. Oh, das riecht aber sehr orangig. Sehr orangig. Jetzt ist die Vanille verflogen, muss ich das sagen. Ja, oh, da bin ich aber gespannt jetzt. Boah, ist das eklig. Oh, da bist du aber ein Schmack auf uns, glaube ich. Den müssen wir uns aber jetzt hier einverleiben. Prost. Prostata. Ich muss sagen, das schmeckt für mich. Die Vanille schmeckst du nur, wenn du ausatmest. Ja, ja, so ein Nachgang wieder, ne? Ne? Ich finde aber beim Trinken schmeckt das so wie ein Kaubonbon-Orange. Ja. Ich möchte die andere Marke natürlich jetzt nicht nennen, ja, weil ist ja wegen Hitchis und also Hitchler und Hitchis. Ja. Naja, ne? Aber ich finde, das schmeckt so. Doch, die haben doch auch eine, so eine Kaubonbon-Stange, ne? So ähnlich wie ich die andere. Ich habe mich vorbereitet hier. Die andere Marke natürlich mit die, die Webseite schon offen. Ja, hast du schon? Von Hitchis. Ja. Alle Produkte. Ja. Hey Hitchis, wenn ihr das seht. Wir sind, hey, wir sind offen, alles sind offen, das ganze Sortiment mal durchzutesten. Ja, wir testen. Und dann wir sehen, euer Chef ist auch richtig cool, ja, und so. Ja, richtig cool. Gebt uns so, und hey. Und das supportet unseren Candy Shop. Gibt's da die UFOs da noch? Aha. Ist immer gut, weil die Leute sehen das ja auch. Drachenzungen. Ja, du baust das hier, mach ein Bildschirm auf und dann baust du halt so ein. Ne? Ja, nimmst du auch nie auf. Ja, kann man nochmal nachstellen, die Szene. Danke, Box. Naschstein-Ding-Dose. Naschstein-Ding. Cheese-Cola. Gibt auf jeden Fall auch Klamotten. Ja, die haben da gar nicht, diese Dings, ne? Nee, aber es... Schmeckt wie, ich finde, es schmeckt wie ein orangen Kaubonbon, sagen wir mal so. Oh, mal Schluck. Von der Marke mit M zum Beispiel. Aua. Weiß ich nicht, was du meinst. Ja, das ist auch nur für die Pros. Ja. Nee, aber es ist auch. Ich habe auch schon mal was Ähnliches getrunken, glaube ich, von irgendeinem Hersteller. Aber so viel Orangen-Geschmäcker gibt es jetzt auch nicht. Aber es ist gut getroffen. Also, es ist gut getroffen. Also, ja. Wenn ihr jetzt geschrieben hättet, ist es. Aber es schmeckt nicht wie Fanta oder so, ne? Nee, es schmeckt nicht wie Fanta. Doch, also. Noch ein anderer Vergleich wäre vielleicht Orangenwassereis. Diese Orangen. Ja, so in die Richtung geht das. Das ist Waschereis. Nicht Waschereis. Waschereis. Ja, das ist Waschereis. Meine kognitiven Aussätze werden immer schlimmer mit dem Alter. Ja, weil es schlägt auch wie Joe Biden. Wo bin ich? Ja, so abgeführt werden von der Bühne.
Nee, ist gut. Ist ein guter Start. Ich würde als zweites vielleicht sagen, die Cola. Ja, die will mich ja wahrscheinlich am meisten deuten. Also Cola-Geschmack ist immer schwierig. Bei mir zumindest. Du bist ja ein bisschen offener. Ein bisschen offener, weil sich das auch ein bisschen kritischer schon. Ich zeige euch noch mal die Dose. Da ist so eine Spinne darauf. Da müsst ihr nur aufpassen, falls ihr Anaphobiker seid oder so. Aber so Cola, das heißt Weingummis und Kaubonbons, das mag ich eigentlich gerne. Sollst du das nicht einatmen? Ja, so. Hier, also riecht auf jeden Fall Cola-mäßig. Ja. Wie die Cola-Fläschchen, würde ich schon fast sagen. Sehr fluffig, das Pulver. Und wie gesagt, ist limitiert, da müsst ihr schnell sein. Ja, müsst ihr schnell sein. Jetzt kaufen. Nur noch 10 im Lager. 10.000 Stück. 4. Juli, 16 Uhr. Ja. Wir danken schon mal für euren Support im Voraus. Ihr wisst ja, wir wissen ja, ihr seid krass, ja, ne? Was das angeht. Ihr seid unsere treuen Fans, ja. Und ihr seid die besten Fans. Ich sage es euch, wie es ist. Alles andere ist Fake. Das ist schwarze alles Finger. Ich wollte mich nicht schwarz anmalen. Das ist jetzt nicht mit missverstehen. Ja, das ist kein Blackface. Ganz, kein Blackface. Ganz dünnes, ja. Eis, ja, ganz schmaler Weg. Ne? Ja, heutzutage ist man Disclaimer. Disclaimer. Triggerwarnung mal, ja, vorher rein. Ich habe auch schon unter den Stand, ich habe bei Instagram geguckt, bei Holy. Da haben auch welche gefragt, ob es als Energy oder als Hydration rauskommt. Da stand auch nur als Energy, aber demnächst sollen auch wieder neue Hydration-Geschmäcker kommen. Die sind ja auch mittlerweile sehr beliebt. Ich bin ja eigentlich, die Hydrations waren nie so meins, wegen diesem Elektrolyte-Zeug. Ja, aber es waren halt die Eistees auch erst. Ja, die Eistees sind besser. Ja, also, die haben sich aber auch gesteigert. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also Eistees ist bei mir, müsst ihr euch vorstellen, tagtäglich 5 Liter. Gehen da irgendwie 10 Liter durch meinen, ja, Körper. Geht oben rein, geht unten raus. Wir können auch gleich noch mal einen Shaker von dem Orange eigentlich machen. Ja, Spezi. Wir haben ja aber noch da drin, ne? Ach so, ja, perfekt. Da ist noch was drin. Können wir gleich noch, ja, kannst du dir eine Spezi anrühren? Ja. Hier einmal schon mal das Cola-Getränk. Das sieht aber schon dunkel nach Cola aus. Das sieht sehr gut Cola-mäßig aus. Also nach Cola-Gummi so, ne? Also nach so Dingens. So, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Sieht aus, das sieht aus, als hättest du gerade einen Dreck gewühlt. Und dann das hier noch, ne? Na? Sehr braun, ne? Sehr braun. Das kenne ich doch aus der Kläranlage. Ja, ja. So, Prostata. Oha. Sauer. Winzer? Doch, da ist was Saures mit drin. Ganz leicht. Ja, nicht stark, aber. Oder Bitterkeit. Sieh raus, drum. Ja, schmeckt mir auch wie so Cola-Eis. Ja, also ich bin ehrlich, ich mag keine Cola außerhalb von Cola. Ja, ob es in Süßigkeiten ist, in Eissorten oder sonst irgendwo. Aber hört auf Cola. Den Mann nicht, der trinkt auch entkoffinierte Cola. Den kann man ja eh nicht ernst nehmen. Er wird ja angeblich dazu gezwungen. Ja, ist so. Nee, ich würde sagen, es schmeckt wie Cola-Fläschchen oder Cola-Eis. Halt, ja, doch. Flüssig. So ist ja auch mal die Sache, sonst kennt man ja auch Cola, ne? Wenn du trinkst ja keine Cola an sich erstmal ohne Kohlensäure, ne? Du kennst ja schon, wenn du Cola so lange rumsteht und dann nochmal aufmachst, schmeckt ja auch Schal dann. Das ist dann vielleicht immer so, was man auch im Kopf dazu hat. Andererseits finde ich es mittlerweile auch immer schwierig, dann das mit Kohlensäure ist immer scheiße zu shaken. Klar, kann man es dann erst so ein bisschen dann auffüllen mit Kohlensäure, aber mal ruhig, mach mal halb voll unter den Orange. So Spezi. Spezi, ne? Schwippschwapp, der Uwe mir wieder mitgebracht. Ja, ja. Schwippschwapp. Prost. Schwippschwapp. Ach, hör auf, ey. Du sagst mal, kannst du mir nächstes Mal noch Zucker mitbringen? Was, Würfelzucker oder Kilo? In einer Woche durch. Ne? Ja, gemischt. Nee, Cola-Geschmack ist nicht meins. Merke ich immer wieder. Ja, ich finde es auf jeden Fall okay. Wenn ihr einen Cola-Geschmack haben wollt, so wie man sich den von Holy vorstellen würde, relativ natürlich. Ne? Und schmeckt halt, ich finde, stark, wirklich nach diesen Cola-Eis-Dinger. Also ich glaube, diese Eis-Wasser-Eis-Dinger, wenn das unten alles sich gesammelt hat, das Gute zu, ja, euch. Ne? Dann müsstest du es eigentlich mal einfrieren und dann nochmal lutschen. Wo wir wieder in den Zoo bist. Ja. Ja. So, jetzt gucken wir mal nach der Drachenzunge. Da freuen die am meisten drauf. Genau. Ich weiß, wie es ist. Himbeere vor allem. Himbeere? Himbeere. Das geht immer klar. Und ich mag auch blau. Oh, das riecht ja schon vom Pulver. Guck, riech mal. Ui. Feini, ne? Ja, du, das ist ein toller. Gibst du mir mal den Shaker, den es nie mehr gibt? Das ist hier der vom Weihnachten. Ellenring. Commander Gaius. Commander Gaius, der hat mich auch ein bisschen gefickt, ein bisschen hart angefasst, sagen wir es mal so. So, kannst du. Den Löffel suche ich raus. Alles gut. Deine Hände sind schon wieder nass. Ach ja, das
die auch mit diesem Brand-Logo hier versehen, ne? Mit Hitchis. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass sie so eine Kooperation machen. Ja. Gucken, was da noch alles in Zukunft kommt. Nächstes Mal bitte mit Snickers. Ja, irgendwie so. Ist das nicht Nestlé? Snickers? Ja. Keine Ahnung. Ah ja, Nestlé ist nicht so gut, ne? Nestlé. 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 Da hat doch hier immer die, wie heißt sie denn? Die ehemalige Gesundheitsministerin und Bauer. Die Klöckner. Die Klöckner. Ja. Die ist ja jetzt die CDU-Schatzmeisterin, ne? Ja, die ist auch besonders schlau. Ja, ja. Die ist top in den Themen eingearbeitet. Die, ne? Klöckner, die ist wirklich, also das, ja. Bei jedem Interview merkt man immer, die ist richtig, mehr solche Leute in der Politik, wirklich. Also das ist ganz klasse. Ein paar von den Hitchis, ne? Lecker, oh nein, ne? Fallen alle raus. Wer hat hier so scheiße aufgemacht? Die macht man so auf. Auch noch Regel. Oh. Mm. So aufpassen, wenn du den dritten drin hast, ne? Ja, lang kauen. Ja. Aber es ist gut für die Muskulatur, gerade im Alter. Quasi wie Sport. Ja. Das muss ich runterschlucken. Mhm. Aber wie gesagt, Hitchler, Hitchis, schickt uns gerne mal was. Überraschungspaket. 10-Kilo-Paket. So eine Riesensacke. Das Problem bei denen, tut mir immer die Zungen weh. Ne? Was Säure. Ja, dann raus ich so auf. Nur so schnell Wund im Mund. Also, ist doch alles ab 18 hier, unser Video. Freue mich schon auf Köln. Gamescom ist super. Ja, immer schon mal Instagram verfolgen. Machen wir schon ein Fan-Treffen. Ey, aber wir waren zweimal Daumen und zweimal erkannt. Ja, das ist eine Leistung auch. Mhm. So. Die 50.000 Autogrammkarten kommen übrigens nächste Woche dann hier hin, ne? Wenn die Palette kommt. Die verteilen wir dann ungefragt. War günstiger, 50.000. So. Mal runterschlucken, ey. Ja. Da bin ich jetzt mal richtig drauf gespannt, du. Da riecht noch relativ los. Spektakulär. Prost. Kommt erst so im Nachgang der Himbeergeschmack. Da kommt die Süße. Ja. Im ersten Schluck nicht. Also, ihr trinkt das erst. Oh, ist aber relativ neutral, dachte ich. Kommt aber. Hat aber den Geschmack von Himbeere, aber Richtung diesen, wenn du diese Zunge natürlich. Ja. Aber dadurch, dass natürlich dieses Pickel. Ich gehe mal davon aus, wenn die so eine Kooperation machen, dass sie natürlich alle die Synergien nutzen aus den beiden Laboren und Produktentwicklungen, um den Geschmack da genau zu treffen. Das gehe ich auch von aus. Ja. Die Farbe ist sehr schön. Ja. Ich muss sagen, wunderbar. Ich mag ja Himbeere-Bonbons zum Beispiel. Mhm. Von Kirmes, wo ich mir der immer, ne? Diese kleinen Himbeerbonbons. Ja. Und ich finde, so schmeckt dieser Nachgeschmack. Also wenn dir das wirkt, das Josef, dann hast du das. Ne? Doch, ist aber gut. Also auf jeden Fall den Geschmack getroffen von den Drachenzungen. War Drachenzungen nicht sauer? Ja. Ein bisschen Säure ist mit drin. Also ein bisschen, ne? Ist drin, aber es ist wirklich nicht kein Center Shock sauer. Nee, schmeckt mir auch gut. Schmeckt gut, ja. Ja. Wie würdest du das denn ranken? Überraschenderweise muss ich sagen. Die Orange war nicht schlecht, ne? Die Orange gefällt mir am besten. Mhm. Also, das mag ich gar nicht. Das ist aber meine Präferenz. So, also schlecht, ganz gut, super. Ja, würde ich auch. Find den das auch schlecht auch, ist jetzt nicht. Finde den auch, der ist auch wirklich lecker mit Himbeeren, aber eine Orange, vielleicht ist das auch schon wieder so kopfmäßig. Ich habe Vanille gelesen, wo ich das gesehen habe. Ja. Dachte so, oh nee, kann schon wieder gefährlich werden, Vanille. Ja. Aber finde ich mit am besten. Oh, also Gold, Silber, Bronze, würde ich so sagen. Ja, genau. Und das ist wirklich aber Cola-Geschmack, ne? Wenn ihr, da kriegt ihr auf jeden Fall was draufsteht, ne? Wenn ihr das gerne. Ich mag ja auch Cola, ne? Wer mag jetzt keine Cola? Ich mag richtige Cola, ja. Ja, man kann es auf jeden Fall testen. Ist ja so limitiert für die Sammler, müssen alle drei kaufen, bevor sie ausverkauft sind. Ja, sind nur noch acht Stück auf Lager. 8.000. Acht Stück, ja? Ja? Acht, oh, Stück. So sieben. Wenig nur noch. Sieben. So sieben. Also, schaut euch das gerne an. Wie gesagt, Cola, das ist, sage ich immer wieder, ist so meine persönliche Sache. Ja, ja. Aber es trifft sehr gut diesen Süßigkeiten-Cola-Geschmack. Genau wie hier. Und hier hätte ich mir nur gewünscht, dass es ein bisschen mehr ballert noch. Mhm. Also die Himbeere ein bisschen präsenter direkt ist. Und hier die Orange, muss ich sagen, die hat mich bisher am meisten begeistert, weil du eine tolle Orange hast. Und da ist auch dieses Vanille nur ein bisschen, wenn du ausatmest, aber nicht penetrant. Ja. So, es ist nicht so dieses wie Vanille-Deo aus Wendy-mäßig, ja. Sondern ganz angenehm einfach. Finde ich sehr gut. Ja, das wäre so mein Fazit. Und natürlich die Holy-Geschmäcker als Hitchis nicht vergessen. Ja. Finde ich auch sehr gut, kann man auf jeden Fall machen, wenn ihr Fans von Hitchis seid. Könnt ihr euch mal die kleine Probiertüte für 2 Euro ja dazu bestellen? Ach, nix da! Nix eine Probiertüte! Wollt ihr richtig oder gar nicht? Nur großes ist. Du kaufst ja jetzt nicht mehr, das wäre so, wenn ihr jetzt eine PS4 Slim kauft. Hast du recht. Über den Vergleich habe ich, hab ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, das ist ein klasse Vergleich, oder? So. Oh, herunterschlucken, ne? Ja, bist du wieder am Schaufeln die ganze Zeit. So, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Was vielleicht gibt es ja noch eine weitere Kooperation mit denen in Zukunft.
Was würdet ihr euch da noch als wünschen als Hitschi? Schnüre. Holi. Schnüre hätte ich gern. Schnüre, ja. Erdbeerschnüre. Ja, gesagt. Und schreibt es in die Kommentare. Weißt du, was geil wäre bei Erdbeerschnüre? Wenn die Verpackung, also die machen ja nicht viel mit der Verpackung, außer Optik, so ja. Das, aber dieser Standard, wenn das so geriffelt wäre, wie als wenn da so Schnüre drum wären, das wäre cool. Ich weiß nicht, ob das mit denen umsetzbar ist, mit der... Es geht ja nur um die Idee. Ja, ne? Aber egal, also. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns super toll über ja, Like machen. Daumen nach oben freuen, kommt auf unseren Discord und für heute dahin. Informationen um, rund ums Thema Booster und More. Und More. Und More. More. Und ja, die Abo-Glocke, Leute, dass ihr kein Video mehr verpasst. Macht limitiert, zuschlagen. Und, gerade für euch nochmal zur Information, für die ganzen Super-Plus-Abonnenten jetzt hier bei YouTube. Ne? Die Super-Sanks, für die Mitgliedschaften. Da gibt es nämlich übrigens unseren geheimen Mountain Dew-Test. Mhm. Das habt ihr noch nicht vorher gesehen. So viel gekotzt wurde noch kein Video. Natürlich nur für die Mitglieder, die wir noch nicht eingeschaltet haben. Also, wie es wisst ihr Bescheid? Sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Ja. Und wieder schauen und rein. Hauen!